Ich bin der festen Überzeugung, nur A-Unternehmen bekommen auch tatsächlich A-Mitarbeiter. Was jetzt aber genau einen A-Mitarbeiter auszeichnet und vor allem, wie ich auch selber zu einem A-Unternehmen werde, um entsprechende A-Mitarbeiter heranzuziehen, darum geht es heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, A, B, C Mitarbeiter. Diese Klassifizierung, die kann man jetzt mögen oder auch hassen. Also, ich weiß nicht, ob man so Mitarbeiter in Schubladen nach A, B, C sortieren sollte, aber es ist zumindest eine, ja, bekannte Strategie von Professor Dr. Jörg Knoblauch, der ja so als Vordenker im Bereich des Personalmanagements gilt, mit dem Ziel, Talente zu finden, zu fördern, zu halten und zu binden. Und da will ich mal einsteigen, denn natürlich unabhängig, ob ich jetzt diese Klassifizierung mag oder nicht mag. Man kann auch sagen, es gibt High Performer, es gibt ja klassische Durchschnittsmitarbeiter und es gibt eben auch die Low Performer, die einfach nicht die Leistung und PS auf die Straße bekommen. Dem ist ganz einfach so. Aus eigener Erfahrung heraus würde ich behaupten, in meiner aktuellen Stellung jetzt bin ich ja, wenigstens ein B+, wenn nicht sogar auch ein A-Mitarbeiter, in vielen Situationen ein A-Mitarbeiter. Und es gab aber auch schon Jobs und Tätigkeiten, die ich ausführen durfte, wo ich sagen würde, da war ich vielleicht eine B- bis C durchaus. Das lag zum einen an mir, das lag aber auch am Job, das lag aber auch am Arbeitgeber. Es waren viele verschiedene Faktoren, meistens die dann so ineinander eingreifen. Wenn einfach die falsche Person auf der falschen Stelle die falschen Tätigkeiten ausübt, da kann er grundsätzlich auch ein A-Mitarbeiter sein. Also ich selber sage ja auch, jetzt, ich würde mich teilweise als A-Mitarbeiter einstufen in bestimmten Tätigkeiten. Es gibt aber auch andere Tätigkeiten, da bin ich vielleicht bloß ja, eine B+. Und genauso gab es aber auch Tätigkeiten, wo ich einfach nicht die richtige Person war. Und dann einfach in der Ausführung meiner Arbeiten vielleicht bloß ein B- bis C war. So, und dementsprechend muss man dann was ändern. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, wir alle wollen A-Mitarbeiter, zumindest jetzt aus Sicht der Unternehmer und Führungskräfte. Jede Führungskraft hätte gerne A-Mitarbeiter. Wie man das genauso unterscheiden kann, dazu gleich noch ein kleines Beispiel. Aber ich muss auch dafür was tun, denn nur A-Unternehmen bekommen auch A-Mitarbeiter. Und was so die Kernfaktoren sind, da steigen wir gleich ein. Aber vorher so meine Überlegungen zu A, B und C. Wie würde ich A, B und C-Mitarbeiter definieren? Ich mache das mal anhand eines Beispiels. Wir nehmen einfach mal, ich veranstalte einen Wettkampf, einen Lauf, einen Sprint, einen 100-Meter-Sprint. So, alle Mitarbeiter werden eingeladen. Liebe Mitarbeiter, wir machen einen Wettkampf, 100-Meter-Sprint. Und der klassische C-Mitarbeiter, der kommt, wenn ich sage, der Wettkampf findet Punkt 9 Uhr am Freitag statt, der kommt dann so um 9.10 Uhr, trottet langsam an, merkt, ah, der Wettkampf hat ja schon angefangen, lohnt sich das jetzt noch anzufangen? Ah, eigentlich nicht. Ah, da sehe ich schon, hier irgendwo ist so ein kleiner Imbiss, ich verdrücke mich lieber zum Imbiss und beschäftige mich mit anderen Dingen, bis der Wettkampf vorbei ist. Das ist so die klassische Definition eines C-Mitarbeiters. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Der B-Mitarbeiter, der ist dann wahrscheinlich so 8:50 Uhr da, läuft sich ganz kurz warm. Dann Punkt 9 Uhr startet er mit dem Lauf, absolviert die 100 Meter, dann stretcht er sich vielleicht noch und dann spätestens so 9:10 Uhr verrichteter Dinge, er hat seine Aufgabe erfüllt, zieht er wieder von dann und erledigt seine eigenen Dinge dann wieder. Ja, da ist der Job einfach ein Job, so würde ich das bezeichnen. Der klassische 9-to-7, ne, also um 9 Uhr anfangen, um 17 Uhr ist Feierabend, nach Medisinflut. Er tut das, was er tun muss, aber nicht viel darüber hinaus. Und der A-Mitarbeiter, dem erzählt man von diesem Wettkampf, der sagt dann sofort, oh ja, tolle Idee, reißt den Wettkampf an sich, organisiert den Wettkampf, macht noch Sponsoren klar, überlegt, wie man noch sonstige Einkommensquellen mit diesem Wettkampf erzeugen kann, ist dann spätestens um 7:30 Uhr beim Wettkampf da, bereitet alles vor, baut alles auf, läuft sich mehrere Runden vorher warm, dann ja, startet er den Wettkampf immer mit dem Fokus darauf zu gewinnen, Erster zu werden. Danach läuft er sich noch 3 Runden aus, hilft danach auch wieder alles abzubauen, wieder abzuwickeln und macht auch vielleicht die ein oder andere Überstunde, um einfach ja, sein Bestes gegeben zu haben, weil er nicht den Job als Job sieht, sondern weil er dafür brennt. Und jetzt werden sich einige denken, naja, hier so ein Wettlauf ist halt nicht genau mein Ding. Und da sind wir genau nämlich bei dem Punkt. Der C-Mitarbeiter kann bei diesem Wettkampf, weil er vielleicht auch kein Interesse hat und keine Lust darauf hat, kann er für diese Tätigkeit des Wettkampfs ein C-Mitarbeiter sein. Vielleicht ist er aber in anderen Bereichen ein B-Mitarbeiter oder ein A-Mitarbeiter. So,
sondern nur die Tatsache an sich, der Wettkampf hat ihm dazu geführt, dass er vielleicht ein C ist. Und so kann man eben auch schauen, ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Mitarbeitenden in Deutschland und auch auf diesem Planeten durchaus A-Mitarbeiter sein können. Mir ist fast noch nie jemand begegnet, wo ich sage, hoffnungsloser Fall, der ist und bleibt, egal was ich ihm für Aufgaben gebe, ein C-Mitarbeiter. Und das ist schon mal der wichtige Punkt. Wenn ich bestimmte Tätigkeiten habe und jemand eben dafür nicht geeignet ist und dadurch auch gewisse Frustration entsteht, kann es auch passieren, dass derjenige ein C-Mitarbeiter wird, wo ich diese Kategorisierung wirklich nicht mag, nur weil es einfach der falsche Job zur falschen Zeit für die falsche Person war. Und vielleicht noch in dem falschen Umfeld. Weil da kommen wir jetzt in die andere Richtung. Ja, auch jeder Mitarbeitende wünscht sich am liebsten ein A-Unternehmen, weil es geht ja in beide Richtungen. Es heißt ja nicht umsonst Arbeitsverhältnis. Ein Verhältnis besteht immer aus zwei Richtungen. Ja, ich habe den Arbeitgeber als Partei und ich habe den Arbeitnehmer als Partei. Und so wie sich jeder Arbeitgeber nur A-Mitarbeitende wünscht, wünscht sich auch jeder Mitarbeiter nur in einem A-Unternehmen beschäftigt zu sein. Davon bin ich fest überzeugt. So, und hier muss es jetzt immer ein Match sein. Ja, auch B-Mitarbeiter fühlen sich meistens bei B-Unternehmen am wohlsten. Und C-Mitarbeiter wünschen sich wahrscheinlich, also wenn ich jetzt ausschließlich jemanden habe, der in allen Bereichen C ist, der wird wahrscheinlich nur C-Unternehmen finden. So, weil ein, ich mache mal den Beispiel aus dem Profisport, ein Cristiano Ronaldo, ja, der absolute Fußballprofi, der immer Überstunden schiebt und separates Training macht und wirklich alles gibt und einfach so dafür brennt, was er tut. Der würde wahrscheinlich nicht irgendwie in der zweiten Kreisklasse beim Dorfverein Schieß mich tot spielen, nur ja, weil da Leute sind, die irgendwie statt den fußballerischen Erfolg im Blick zu haben, lieber saufen und feiern und Party machen und auf dem Fußballplatz bloß so ein bisschen Halligalli, aber nicht wirklich so ernstzunehmenden Sport betreiben wollen, keinen Fußballsport betreiben wollen. So, und ein Cristiano Ronaldo als A-Fußballer würde dann eben nicht bei so einem C-Fußballverein anfangen. Und andersrum, der Kreisklasse-Kicker würde wahrscheinlich auch nie bei Real Madrid oder Juventus Turin oder beim FC Bayern eine Anstellung finden, sondern die Top-Player finden sich immer in den Top-Vereinen wieder. Und so ist es auch mit den Mitarbeitenden. Die Top-Mitarbeitenden finden sich immer in den Top-Unternehmen wieder. Und da richten wir jetzt heute mal den Fokus darauf, wie kann ich es denn schaffen, ein A-Unternehmen zu sein? Weil nur wenn ich ein A-Unternehmen bin, dann kann ich auch verlangen, A-Mitarbeiter zu bekommen. Sonst passt es einfach nicht, das beißt sich. So, und da gehen wir mal rein. Ich habe mir so 7 Bereiche überlegt, was muss einfach stimmen, was muss passen, damit ich auch wirklich sagen kann, es ist ein A-Unternehmen. Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, ist der Themenbereich Unternehmenskultur. Ihr glaubt gar nicht, wie oft es mir passiert, dass ich in so Teambildungsmaßnahmen und Führungskräfteschulungen mal nach, ja, den Unternehmenskulturen frage, nach Ritualen, nach Leitbildern, nach Werten. Wofür steht das Unternehmen? Wie behandelt das Unternehmen auch seine Mitarbeitenden? Und dann ist häufig Schweigen im Walde. Man weiß dann, ja, wir haben so Leitbilder, die haben wir schon, die liegen irgendwie in der Schublade oder die sind irgendwo am schwarzen Brett angenagelt oder irgendwo im Foyer für die Kunden gut ersichtlich. Aber wenn man dann mal nachfragt, ja, was steht denn da drauf, dann weiß das häufig keiner. Ja, wenn du Führungskraft bist, frag doch mal deine Mitarbeitenden, was zeichnet unsere Unternehmenskultur aus? Und dann ist häufig Schweigen im Walde, so traurig wie das ist. So, und zur Unternehmenskultur stehen eben auch oder sind eben auch dann bestimmte andere Bereiche mit enthalten, wie eben zum Beispiel, was sind die Unternehmensziele, wo will ich hin? Da sind wir schon fast im zweiten Bereich drin, der mir eingefallen ist. Welche Mission und Vision hat das Unternehmen? Ich kann jetzt kurzfristig denken, welche Ziele habe ich. Ich kann aber auch mal ganz lang denken. Wo wollen wir hin? Das ist so ein bisschen das, was mich an unserer Regierung so ein bisschen stört. Wir denken immer bloß in 4-Jahres-Abschnitten. Wir sollten aber mal mit unserem deutschen Land überlegen, wo wollen wir in 30, 40, 50 Jahren sein? Und dann eine gewisse Vision entwickeln und dann eben auch eine Mission, eine passende Mission. Ich sage jetzt auch immer schon, unser Ziel bis 2030 ist es, 1 Million Beschäftigte zu glücklicheren, motivierteren und produktiveren Mitarbeitenden umzutransformieren. Und dieses Ziel sollte jedem Mitarbeitenden bewusst sein. Und bei jeder Tätigkeit, jeder Aufgabe, die er erledigt, sollte er sich die Frage stellen, wie trägt diese Tätigkeit gerade für die Erfüllung dieser Mission bei? Welche Vision haben wir? Wo wollen wir hin?
Welche räumlichen Gestaltungen habe ich? Was sehe ich an? Wie wird miteinander gesprochen? Allein schon Sie-Kultur oder Du-Kultur. Das sind alles so Dinge, die kann man gerne auch mal niederschreiben. Was zeichnet unsere Unternehmenskultur aus? Ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel Google. Ihr müsst mal eingeben About Google. Und da findet ihr eine komplette Seite voll von Google. Wofür steht Google? Was ist die Mission? Was ist die Vision? Wo will man hin? Und auch übrigens, egal auf welcher Seite ihr bei Google seid, ganz unten steht immer CO2-neutral, klimaneutral. Die Unternehmensvision von Google ist es übrigens, und die Mission ist es, jegliche Informationen zu sortieren und den Menschen zugänglich zu machen. Und man kann jetzt von dieser Datenkrake Google halten, was man möchte. Ich finde zumindest das Ziel, die Vision und Mission, die sie da haben, die verfolgen sie großartig. Nicht umsonst ist Google die größte Suchmaschine der Welt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, Google ist ein A-Unternehmen. Trotz des ab und an ja negativen Klischees, was dem anheftet, dass eben der Google ein Multikonzern ist und alle nur ausbeutet und Daten sammelt. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist Google das Unternehmen mit den meisten Bewerbungen pro Jahr. Jedes Jahr gehen bei Google ca. 2 Millionen Bewerbungen ein. Und dabei beschäftigt der Alphabet-Konzern, also da gehört Google und noch andere Unternehmen dazu. Google selbst hat wohl so um die 100 bis 150.000 Beschäftigte und Alphabet insgesamt über 200.000. Und 200.000 Beschäftigte und trotzdem 2 Millionen Bewerbungen. Das heißt, Google kann heute alle entlassen und hätte trotzdem pro offener Stelle dann noch mindestens 10 Bewerber. Es sind aber sogar bei offenen Stellen noch viel, viel, viel mehr. Weil da sind auch bei den 2 Millionen etliche Initiativbewerbungen mit dabei. Google führt auch etliche Bewerbungsgespräche, nimmt sie also auch viel Zeit für diesen Recruiting-Prozess. Ich hatte mal was gehört von 8 bis 10 Bewerbungsgesprächen und mehreren Probearbeiten, und erst wenn alle Teammitglieder dem zustimmen, dann werden auch entsprechend die Mitarbeitenden und Bewerber eingestellt. Das würde sich der kleine C-Unternehmer und C-Unternehmen gar nicht trauen, sondern da muss man so wählen zwischen Pest und Cholera und nimmt halt dann eben das, was übrig bleibt. So, weil die wenigsten haben pro offene Stelle jetzt zugehört. Bei Google, wenn Google eine Stelle ausschreibt, gibt es pro offene Stelle rund 8.000 Bewerber auf eine offene Stelle. Wann hattest du das letzte Mal 8.000 Bewerbungen? Also ich hatte es noch nie. Und also da muss man dann auch wirklich sich die Besten der Besten rauspicken und raussuchen. Und das schafft man eben durch, aus meiner Sicht, eine klare Unternehmenskultur, durch Mission, durch Vision. Das sind so 2 entscheidende Faktoren. Darüber hinaus ist es wichtig, und wird auch immer wichtiger. Man sieht das so ein bisschen an so Literatur wie zum Beispiel eben das Café am Rande der Welt oder The Big Five for Life. Seit etlichen Jahren schon Bestseller von John Strzelecki. Auch da haben wir ja schon das ein oder andere Buch mal vorgestellt hier im Podcast. Das sind Bücher, da geht es um den Sinn des Lebens und den Sinn der Arbeit. Wir kommen inzwischen an den Punkt an, wo ich nicht mehr den Job mache, um einfach nur den Job zu erledigen, sondern ich stelle mir die Frage, warum erledige ich diesen Job? Und so sollte auch jedes Unternehmen die Sinnhaftigkeit seiner Tätigkeit hinterfragen. Gibt es denn wirklich einen konkreten Bedarf an meiner Dienstleistung oder an meinem Produkt? Und wem helfe ich mit diesem Produkt? Und nur wenn der Mitarbeiter selbst und die Mitarbeiterin das Gefühl haben, ja, die Tätigkeit, die ich mache, die ist auch wirklich sinnhaft und nicht irgendwie so eine Stillbeschäftigung. Oder ich habe vielleicht sogar noch ja, ein negatives Bild. Ich unterhalte mich auch ab und an mal mit so Vertretern aus Versicherungsbranchen oder Finanzdienstleister, die dann sagen, naja, ich habe so gewisse Gewissensbisse, wenn ich meine Produkte vertreibe. Wenn ich nicht hinter dem Produkt stehe, weil ich die Sinnhaftigkeit und den Zweck, das Warum des Produktes gar nicht so richtig verstanden habe, dann wird es extrem schwer, ja, da so eine Erfolgsorganisation zu entwickeln. Sowohl der Mitarbeitende fühlt sich dann eben nicht wohl, kann nicht die Leistung abrufen, die er eigentlich bereit wäre und leisten könnte. Und genauso kriegt dann das Unternehmen auch nicht die PS auf die Straße. Also stellt euch konkret die Frage, warum gibt es denn unsere Dienstleistung? Das, was mich antreibt, ist eben, ich will es vermeiden, dass Leute frühzeitig in Verrentung gehen. Ich will mehr Spaß, Freude, einfach Erfolg. Also mein Ziel ist es, unsere Kunden erfolgreich zu machen, weil wenn die erfolgreich sind, sind wir automatisch erfolgreich. Und wie machen wir sie erfolgreich? Indem wir die Mitarbeitenden ebenfalls erfolgreich machen, indem wir sie zu gesünderen und motivierteren und produktiveren und spaßfreudigeren Beschäftigten umtransformieren, weiterentwickeln.
So, das ist das, was uns antreibt. Das ist das, wo wir unseren Sinn drin sehen. Und je gesünder und motivierter die Mitarbeitenden sind, umso erfolgreicher sind die Unternehmen, umso mehr Umsätze werden erzielt, umso mehr Steuern fallen an. Die Steuern können dann in unsere Infrastruktur gesteckt werden und. Ihr seht, das ist so eine richtige Erfolgsspirale. Und das ist das, was mich antreibt. Das ist unser Sinn und Zweck, weshalb wir das tun, was wir tun. Der nächste Punkt ist das Thema Talentförderung. Das ist übrigens, also wir hatten jetzt Unternehmenskultur, wir hatten so Mission und Vision, die man aufzeichnen sollte. Wir hatten das Thema Bedarf und Sinn. Und jetzt der vierte Punkt ist das Thema Talentförderung. Es gibt ja Burnout, das heißt, wenn ich Ressourcen habe und Anforderungen habe und die Anforderungen deutlich höher sind als die verfügbaren Ressourcen, die mir gegenüberstehen. Wenn ich dauerhaft unter Strom stehe, dann lande ich irgendwann in der Überforderung, in der Erschöpfungsdepression. Genau gegenteilig ist der Bore-out, das heißt, ich habe extrem viele Ressourcen, ich bin geistig fit, ich bin körperlich fit, ich habe unglaublich viel Know-how und würde das gerne einbringen und kriege aber die PS nicht auf die Straße gebracht, weil mein Unternehmen mich hemmt. Aufhält, nicht fördert. Und Förderung heißt für mich fordern und fördern. Leute weiterzuentwickeln in geistiger Natur, in Fach-Know-how, wirklich zu fördern, unterstützen, in Weiterbildung zu investieren und genauso aber auch zu fordern, wenn jetzt sich jemand ständig auf Weiterbildung herumtreibt und dann aber das neue Wissen nicht anwendet, dann ist es verschenkte Lebensmühe. Also ich muss dann auch genauso auch fordern und fördern. Also auch herausfordern, so immer an die Grenze der eigenen Komfortzone die eigenen Mitarbeitenden bringen. Und auch dann, wenn ich so an dem Rande der eigenen Komfortzone mich immer aufhalte, dann kann ich die Komfortzone immer weiterentwickeln. Und das hat dann wieder positive Effekte für beide Seiten. Talente wollen also auch gefordert und gefördert werden. Ein Cristiano Ronaldo will jeden Tag besser werden. Der geht jeden Tag zum Training immer mit dem Ziel, ein bisschen besser zu werden. Und natürlich, je besser ich werde, umso flacher wird diese Entwicklungskurve. Aber es muss immer noch eine Entwicklungskurve vorhanden sein und keine Stagnation. Ich will jeden Tag ein bisschen besser werden. Und das treibt A Mitarbeiter an und das treibt auch A Unternehmen an. Jeden Tag ein kleines bisschen besser. Reinhold Wirth von, ja, ich sag mal, der Befestigungstechnik Wirth, der sagt, ein Unternehmen, was nicht jährlich 10% wächst, ist praktisch krank, ist fast schon tot. Und das heißt, wenn ich also eine Stagnation habe, mich immer bei 0% Unternehmensentwicklung aufhalte, dann könnte das schwierig werden. Dann kann das schon fast mein Todesurteil auf lange Sicht bedeuten. A, Mitarbeiter wollen sich immer weiterentwickeln und wollen entsprechend gefordert und auch gefördert werden. Der fünfte Punkt ist ganz einfach. Spaß. Wer zum Lachen in den Keller gehen muss und keinen Spaß und keine Freude und keine Leichtigkeit, man kann auch den Begriff Spaß ersetzen durch Leichtigkeit. Wenn Arbeit immer nur schwer fällt und gar nicht leicht von der Hand geht. Ich bin häufig in der Situation, wo ich gar nicht weiß, ist das jetzt eigentlich Arbeit? Ist das Freizeit, weil ich die Dinge tue und auch tun würde, also auch wenn ich jetzt meine 8 Stunden erledigt habe. Und ich bin aber so vertieft in einer Sache, dann mache ich doch einfach weiter. Beim Beispiel Fußball, ich trainiere auch eine Fußballmannschaft, Kinderfußballmannschaft. Und das Training geht um 16.30 Uhr los. Ja, die Kids kommen aber schon um 15.30 Uhr und bolzen auf dem Bolzplatz. So, und dann ist eine Stunde Training und zwischendurch machen wir Trinkpause. Und wenn ich sage Trinkpause, dann sollen die Kinder eigentlich trinken. Aber was machen die Kinder? Die bolzen. Und dann ist 17.30 Uhr das Training beendet. Und was machen die bis 18.30 Uhr? Die bolzen. So, das heißt, die spielen einfach Fußball, obwohl das Training bloß eine Stunde geht. Und so ist es auch bei mir häufig mit der Arbeit. Die Arbeit geht eben, keine Ahnung, von 8 bis 16 Uhr. Aber ich fange schon um 7 an und ich arbeite bis 20 Uhr. Und lese Dinge oder treffe mich mit Leuten, wo ich häufig mir die Frage stelle, ist das jetzt eigentlich noch? Ist das Arbeit oder ist das Freizeit oder was ist das eigentlich? Und das ist eine gewisse Leichtigkeit, die sich entwickelt. Und dieser Spaß und diese Freude. Ja, warum soll ich denn aufhören mit Fußball spielen, nur weil der Trainer sagt, ja, jetzt ist Trainingsanfang, jetzt ist Trainingsende. Wenn es mir Spaß macht, dann mache ich einfach weiter. Und so sollte es auch im Arbeitsumfeld sein. Der nächste Punkt, der mir eingefallen ist, das ist der sechste Punkt, das ist der Erfolg, der geführte Erfolg. Ja, A-Unternehmen, A-Mitarbeiter wollen in einem A-Umfeld sein und wollen da dementsprechend auch den Erfolg spüren. Ein Cristiano Ronaldo würde sich nicht in der Kreisklasse wiederfinden und dann auch noch irgendwie verlieren oder sowas. Das ist das Schlimmste, was passiert. Alex Ferguson, langjähriger Trainer von Manchester United, der hat seine Spieler häufig danach ausgewählt, wer sich am stärksten bei Niederlagen ärgert. Wer so richtig gefrustet war, wer mit Sachen umhergeworfen hat, wo man häufig sagen würde, oh, ist ein schwieriger Charakter. Das waren genau die Spieler, die Alex Ferguson gesucht hat, weil er gesagt hat, ich will
Leute, die nicht verlieren wollen, die einfach diesen Erfolgshunger haben, die vorwärts kommen möchten und die sich halt jedes Mal zu Tode ärgern, nur weil sie ein Spiel verloren haben. Nur weil sie ein Spiel verloren haben, das ist halt die Einstellung eines B- oder C-Fußballers. Und er wollte halt die A-Fußballer, die sich tagelang aufgeregt haben, warum denn was wie falsch gelaufen ist. Um einfach diesen, ja, Durst und Hunger zu haben, sich wieder zum nächsten Spiel nochmal weiterzuentwickeln, nochmal eine Schippe raufzulegen. Und das ist das. Unternehmen müssen Titel sammeln, müssen die Besten sein, müssen den Wunsch haben, wirklich auch Marktführer in ihrem Segment zu werden. Und dann ziehen sie auch diejenigen an, die sagen, jo, das ist genau das, womit ich mich identifiziere. Auch ich bin erfolgshungrig, auch ich will mich weiterentwickeln. Der letzte Punkt, der mir eingefallen ist, ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Und das ist auch so ein bisschen in zwei Richtungen gedacht. Wir können einmal Nachhaltigkeit in Form von Langfristigkeit denken. Das heißt, Vision, Mission nicht nur auf Wochenbasis, Tagesbasis oder Monatsbasis, sondern wo geht es hin, das große Ganze. 2030 in unserem Fall ist noch viele Jahre hin. Und dementsprechend, wir unterschätzen ja immer, was man in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren alles erreichen kann. Und wir überschätzen ja, was man in kurzen Zeitabschnitten, also beispielsweise innerhalb eines Tages, alles erreichen kann. Da denken wir immer, ah, ich schaffe dies und das und jenes. Und am Tagesende stellt man fest, von den 5 Sachen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich bloß 2 geschafft. Und entsteht immer so ein bisschen Frust. Kurzfristig überschätzen wir immer, was wir schaffen können. Und langfristig unterschätzen wir immer, was wir schaffen können. Weil sich neue Wege auftun. Und dementsprechend langfristig denken, nachhaltig denken. Nachhaltig aber auch inzwischen im Punkt von ökologischer Nachhaltigkeit. Das heißt, welchen grünen Fingerabdruck will ich hinterlassen? Google sagt eben auf jeder Seite, ganz unten im Fußbereich, im Footerbereich steht immer CO2-neutral seit 2007. Das heißt, seit 2007 ist das Thema biologisch Nachhaltigkeit, klimaneutral zu arbeiten, schon eine ganz, ganz große Vision von Google. Und auch das zieht viele Mitarbeitenden an, vor allem auch die jüngere Generation, Stichwort Fridays for Future, legt da inzwischen einen großen Wert darauf. Und wer eben feststellt, der CO2-Fußabdruck meines Unternehmens ist noch nicht der beste, dann sollte man vielleicht auch sich Strategien und Vision und Mission erarbeiten, die langfristig gesehen eben auch wieder in eine positive Richtung gehen. Das sind so aus meiner Sicht 7 verschiedene Punkte, woran man arbeiten sollte als Unternehmen, um sich wirklich als A-Unternehmen zu positionieren, um dann auch später A-Mitarbeiter zu bekommen. Ob man jetzt diese Klassifizierung mag oder nicht mag, sei es dahingestellt, aber ich denke, ihr könnt das gut nachvollziehen. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, hinterlasst auch gerne ein Abo oder schreibt eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes bzw. der Apple Podcast App. Das würde uns helfen, um unsere Reichweite zu erweitern. Falls ihr immer up to date bleiben möchtet im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, dann nutzt die Gelegenheit und tragt euch ein in unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter und dann verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer auf dem Laufenden. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen der verschiedenen Bereiche, um auch aus eurem Unternehmen ein A-Unternehmen zu machen und euch aufs nächste Level zu bringen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.